CyberLife, das Unternehmen, das mich hergestellt hat, führt gerade eine Nutzerumfrage durch. Möchten Sie teilnehmen? Nicht unbedingt. Aber so ist. Toll, es geht los. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Die stellt Fragen. Androiden, der menschlich aussieht. Beziehung. Ja, nein, keine Ahnung. Ich bin ja nicht mal sicher, ob ich eine Beziehung mit menschlichen menschlichen Menschen machen will. Das ist keine Ahnung. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Ganz klar, ja. Ich meine, ist sie indirekt schon. Ich meine, dass die Roboter irgendwie die Welt übernehmen und dann das ist ein bisschen, ja, utopisch und ein bisschen extrem, aber Gefahr für die Menschheit, ja, definitiv. Das ist. Ich erinnere mich an das eine Interview, was ich mal gesehen habe, diesen einen Schnipsel, Interview mit Elon Musk, wo es um den Roboter ging, der irgendwie dieser Roboterarm, der irgendwie das Auto selbst tankt, und wo dann gefragt wurde, könnte das zu Gefahr werden, und er sagt, der Prototyp weiß ich nicht, das ist, da wäre ich mal vorsichtig, ich würde zumindest nichts in seiner Nähe fallen lassen. Das ist so ein bisschen, ich meine, es ist, Gefahr ist es schon, es ist, macht verdammt süchtig, das kann die Leute, auch auf dieser Ebene kann es den Leuten vieles kosten. Und Androiden, gerade, das denke ich, das ist schon. Es gibt Androiden, die sehr, sehr menschlich sind und so weiter. Das gab es auch mal, da habe ich auch mal Sachen gehört von KIs, die Entwickler irgendwie Roboter, die Entwickler austricksen und irgendwie und eine eigene Sprache erfunden haben und miteinander kommunizieren, und dass die Entwickler dort jetzt ganz gruselige Geschichten, wo ich dann sage, ja, noch gibt's Wege, wie man da was nicht heißen soll, man sollte den Fortschritt aufhalten, aber ja, ich sage einfach mal, klar, ist definitiv, die Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden, definitiv. Und ich sehe nicht das Problem in der Technologie. Ich sehe das Problem in der Menschheit. Der Mensch ist das Problem. Weil, wenn die Technologie, sagen wir mal, es gibt Intelligenzen, die künstliche Intelligenzen, Roboter, die hier wie im Spiel Androiden, die zu echten, die einen eigenen Willen, eine eigene Freiheit haben. Der Mensch kommt mit anderen Wesen nicht klar. Der Mensch kommt mit sich selbst nicht klar. Die Aggression würde, wir sehen es hier im Spiel, die Aggression würde vom Menschen ausgehen. Der Androide würde sich wehren gegen den Menschen. Weil den Menschen als Bedrohung sieht, weil der Mensch eine Bedrohung ist. Das sehe ich jetzt das Problem. Kurz und knapp, ja, definitiv. Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur. Und der Mensch ist das Problem, nicht der Android. Was wäre das? Auf eine Insel, eine Sache, ein Buch, ein Mobiltelefon, Stift und Papier, Pen Paper. Eine Konsole, ein Instrument. Wahrscheinlich ein Mobiltelefon, würde ich schon sagen. Konsole, ja, ist Unterhaltung dort. Ein Mobiltelefon ist, glaube ich, am nützlichsten. Da kannst du halt wirklich da. Hast noch die Chance, irgendwie. Wahrscheinlich gibt es auf der einsamen Insel Internet. Sehr guten Empfang und Verbindung zum Rest der Welt. Ist ja nicht Deutschland. Die einsame Insel ist nicht Deutschland.
Es gibt am Arsch der Welt in einem irgendeinem Pampa, in irgendeiner Pampa gibt es besseres Internet als ein Teil von Deutschland. Also das ist am Würden praktischsten, Sie das sagen, Sie sind Mobiltelefon. von Technologie abhängig? Abhängig war es, süchtig, weiß ich nicht, wenn ich abhängig auf jeden Fall. Sowas von. Mein größtes Hobby hier, streamen und YouTube-Videos machen, das ist definitiv, da bin ich definitiv abhängig. Und ich wäre definitiv, ich wäre so am Arsch, wenn es da, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn das nicht mehr möglich wäre und ich da irgendwie, nicht da, wenn Technologie nicht da wäre, um das dann nicht mehr zu, das ist dann, müsste ich Bücher lesen, das ist, ich habe verlernt zu lesen. Wie soll denn das? Also ich kann auch lesen, aber es ist, ich habe nicht mehr die Ruhe zum Lesen. Wie soll das? Ist absolut abhängig. Süchtig? Nicht unbedingt. Ich kann schon einen Tag ohne Technologie aushalten. Das ist schon, komme ich schon klar. So, also süchtig bin ich davon nicht, aber abhängig 100%. Sowas von. Also wenn da hier, wenn da nur mal ein Tag was ausfallen würde, das wäre uff. Definitiv voller Auf welche Möhre. Technologie freuen Sie sich besonders? Androiden, fliegende Autos wird es niemals geben. fliegende Autos. Weltraumtourismus gibt es schon. Mit dem Gehirn verbundene Geräte, davor habe ich tierische Angst. Aber mit dem Gehirn verbundene Geräte gibt's ja auch schon Prototypen von hier, auch von Musk, glaube ich. Der versucht ja Neuralink oder wie das heißt, man. Da habe ich tierische Angst davor, dass dann, dass da Problematiken gibt, wenn da so ein Chip im Gehirn hast, dass dann, wollen wir gar nicht drüber reden. Weltraumtourismus, ja. Die Reichen können jetzt auch die, wir können es auch im Weltraum, können wir den Luft weiter verpesten. Fliegende Autos, unrealistisch wird es nicht geben. Ich hoffe, dass irgendwann die Autos abgeschafft werden. Das wäre mal Zukunft. Androiden, ich weiß auch nicht. Bisschen Möglichkeit, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, vor Androiden habe ich auch ein bisschen Angst. Das ist so ein bisschen, und zwar nicht von den Androiden, sondern von den Menschen, wie die Menschen darauf reagieren. Androiden. Wir werden es hier noch in dem Spiel sehen. Ich könnte noch in Frieden leben mit den Menschen, aber die Menschen können nicht in Frieden mit den Androiden leben. Das ist. Tja, das ist eine Frage. Fliegende Glauben Autos. Sie an einen Gott? Stellt hier Fragen. Das ist grundlegende Fragen über. Ganz ehrlich. Inzwischen. Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Keine Ahnung, muss ich auch keine Ahnung geben. Meine imaginären Kinder. Ja. Ich denke hier wie bei Kara und Alice, sehe ich da nicht so die große Gefahr. Kinder sind jetzt noch nicht so, dass die da irgendwie, dass die für die Androiden eine Gefahr wären und die da irgendwie. Ich hätte ein Problem mit einem Androiden bei mir in der Wohnung oder bei mir im Haus. Ist da irgendwie. Hätte ich ein Problem damit, weil es da irgendwann mal.
weil der Androide mich als Bedrohung sehen könnte. Keine Ahnung. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Sicher, das machen sie wahrscheinlich, machen sie sogar schon. Maschinen sind genauer als Menschen, das ist präziser und die sind. Ich halte Menschen für und ich höre es hier raus, ich habe ein totales Missvertrauen in Menschen. Ich hätte mehr Vertrauen in Androiden als in eine Menschheit. In den Menschen. Menschen sind wie der alte, mir fällt sein Name nicht mehr ein, von Marcus gesagt hat, Menschen sind verdammt ungenaue Maschinen, die sehr schwächen und sehr ungenau sind. Menschen machen Fehler an. Menschen können, auch wenn es der beste Arzt ist. Maschine, die macht da. Ich meine, die kann auch einen Fehler drin haben und dadurch einen Bug irgendwie daneben schneiden, aber wenn die ihr Programm drin hat und von Menschen programmiert wurde und immer dieselbe Naht, immer diese an der sehr richtigen Stelle, da die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief läuft, ist geringer als bei Menschen. Definitiv. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Na, jetzt kommt die Frage. Ja, würde ich schon mal sagen. Ich glaube schon. Ob es die Welt übernehmen, würde ich nicht drauf wetten, aber ich würde sagen, das ist nur eine Frage der Zeit. Kommt drauf an, wie man Bewusstsein definiert. Das ist so wieder so eine philosophische Frage. Ich weiß nicht, ob das auf der Ebene von Star Trek Data sein wird oder hier wie in Detroit Become Human, dass die da rumlaufend vollwertige Menschen sind. Aber Bewusstsein, also man Bewusstsein so definiert, dass die sich selbst frei bewegen können, ohne dann gibt's das, macht tun sie es, wenn man es so definiert hat, tun sie es ja schon. Gibt's ja schon. Selbst der Staubsaugerroboter in der Wohnung ist ein, in dem Sinne, man das definiert, dass ein Bewusstsein heißt, dass man sich selber steuern kann, selber frei bewegen kann, ohne. Ich meine, der Staubsaugerroboter hat klare Anweisungen. Und der kann trotzdem selbst entscheiden, ob er nach links oder rechts geht. Da braucht er den Menschen nicht, der ihn wie Programmcode eintippt, jetzt links, dann rechts, dann links, und der kann mit seinen Sensoren erkennen, da sieht es jetzt dreckiger aus, ich entscheide mich jetzt nach links, das sind erste Entscheidungen, das ist da, und wie gesagt, es gibt schon Geschichten von, die sind schon älter, die sind schon 10, 12 Jahre her, wer weiß, wie das heute ist, es gibt Geschichten von. Das habe ich wirklich vor gefühlt schon 10, 20 Jahren gehört. Die Geschichten von Maschinen, die mit sich kommunizieren. Also ganz klar, ja. Weltweiter Vergleich. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden angehen, der menschlich aussieht? 66% sagen ja. Okay. 16% sagen nein. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? 70% sagen ja. Oh, das ist bedrückend. Ziehen auf eine einsame Insel. 24% sagen ein Mobiltelefon. Ist das praktischste? Stift und. Ein Instrument ist das meiste. Okay. Um zu musizieren? Warum ein Instrument? 24% Mobiltelefon mit Stift und Papier. Konsole haben die wenigsten. Okay.
25%? Ja. Definitiv. Sowas von abhängig. Die Menschheit ist sowas von abhängig von Technik. Und das wird, wenn Technik dann... Technik ist nicht abhängig von Menschen. Das wird das Problem. Das wird das Problem. Wenn Technik Selbstbewusstsein macht, das ist die größte Gefahr. Der Mensch ist abhängig von der Technik, aber die Technik nicht von Menschen. Ich meine, momentan ja noch, also mein PC ist abhängig von ihr, ob ich ihn an- und ausschalte. Und wenn sie dann, wenn man sich auf die gleiche Stufe setzen, und man sagen, Androiden und Menschen, das ist der Android, könnte uns kaputt machen und könnte uns weiterleben. Wir sind darauf angewiesen, dass er uns irgendwie einen Arsch abwischt, dass wir irgendwann, wenn wir dann so weit sind, dass er dann irgendwas die... Man muss nur Haushalte sehen, das ist mit elektrischen, wo die Tür elektrisch geöffnet wird und so weiter, das ist halt definitiv, das ist, wenn sowas von aufgeschmissen. Eine Druid und die Tür umprogrammiert, dass uns nicht mehr rauslässt. Wir sind so am Arsch. Welche Technologie freuen sich am meisten? 40% mit dem Gehirn verbundene Geräte. Uff, ich weiß nicht. Ich habe einfach Ausschlussverfahren. Fliegende Autos. Ich glaube, sie haben gut. 53% nein. 29% ja. 18% keine Ahnung. Kinder betreuen lassen. 53% ja. 21% nein. 96% keine Ahnung. 77% mehr als 4 Stunden. Keine Ahnung. Okay, wir hatten keine Ahnung. Wir will nicht die Wahrheit sagen. 0% eine Stunde, 3% erhält 2 Stunden, 15% 4 Stunden. Ich meine, ich habe jetzt allein heute. Wie lange nehme ich jetzt hier schon auf? Ich nehme jetzt hier wahrscheinlich schon 2 Stunden auf, knapp. Davor habe ich auch noch 1-2 Stunden. Ich habe allein schon am Nachmittag heute schon mehr als 4 Stunden vor Technik gesessen. Sogar vom PC hier. Wenn sie eine Notoperation brüchen, dürfen sie eine Maschinenoperation durchführen. 74% ja. Ja, ist wie gesagt, ist halt präziser. Warum sie das Maschinen entwickeln eines Tages im Bewusstsein? 90% sagen ja. 69%. November 2038. 21:40. Der Tod. Liegt besoffen im Sessel. Essen ist fertig. Besoffen dicht. Ich komme. Ah, dasselbe Zeug wie das Opfer aus der anderen Wohnung. Halt hier dieses Crystal-Dings. Das rote Zeugs. Nehmen hier wahrscheinlich viele. Ist komplett dicht. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Schalt das Licht an. Ich hier vermutlich. Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig.
Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Tja, was ist dein Scheißproblem? Wenn sich der Android aus dem Job geworfen hat, lachst du doch an dir. Mir, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ja. Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Das glaube ich schon. Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Gerade macht er. Ihr wahrscheinlich am meisten Angst. Ey, findet seinen Finger weg vom... Finger weg von dem Mädchen. Alter Schwede. Ich werde die Kinder schlagen, wie ich das, komm, wie ich das kann. Davon, Alter. Dass da nicht dazwischen gehen konnte. Es tut mir echt leid. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Den Teufel werde ich tun. Was wie letztes Mal. Beweg dich nicht. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie die, wie das, wie die dem mich nach und nach rennt und das schlägt. Die Barriere durchbrechen. Herzlichen Glückwunsch, Kammer, du bist jetzt an der Abweichlung. Miss Kammer von. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Miss Kammer vor dort wird schützen. Könnte Familie. Aber nein! Die Waffe. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war. Das ist eine Waffe. Ich war nicht gut genug für sie. Eine Waffe. Die nehme ich mal lieber an mich. Finger weg. Von der Kleinen. Ist das der Besten, Alice? Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Finger weg von der Kleinen. Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg. Drecksack. Und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl. Nein. Lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Ganz genau. Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Ach, so ein Scheiß. Das sollten wir beheben. Scheiße, das kriegt er mir, wenn's. Vorsicht, Kara! Ist ja jetzt gut. Der kriegt uns nie. Für den Drax, der bringt ja kaum ich ab. Hör auf, tu ihn nicht! Zur Hölle mit dir. Kinderschläger. Das sind solche Leuten, Halter. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Das lief nicht optimal. Schnell weg hier. Dem Blut an den Händen. Ja, gesagt, an der Kleidung. Auf der Flucht.
Genau, ich den Bus nehmen. Seid ihr verrückt? Bus? Wir sind frei. Okay, schauen wir uns das mal an. Essen ist fertig. Todd und Addis bedienen. Todd wird wütend. Programm knacken. Und die hätten wir auch durchhalten können. Das Ende hätte ich nicht sehen wollen. Ja, Programm nicht knacken und stehen bleiben. Das hätten wir ja. Hätte er. Hat er seine Tochter um Windel weggeschlagen. Ach. Der Wichser. Da kriege ich Gewaltfantasien. Ich muss mich hier tierisch beherrschen. Nach oben gehen. Waffe gesehen, ein neues Zuhause. Naja, weil wir die Waffe vorher gesehen haben, konnten wir jetzt nehmen. Er ist noch tot. Erreichen. Ah, wenn wir die Waffe nicht genommen hätten, wir hätten auch noch vorher ankommen können. Wäre es wahrscheinlich besser gelaufen. Es gibt noch viele andere Wege, die wir hätten nehmen können. Waffe drohen, Endes verteidigen. Tower tötet tot. Es ist nicht optimal gelaufen. Jetzt auch noch einige Endings ohne Tots Tod gegeben. Zum Busrennen, Kawat, tot erschossen. Na, ja, das hätte ich nicht gewollt. Auch wenn ein Drecksack und ein Wichser ist. Ja, die Tod hat er bestimmt nicht verdient.